Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wundert euch nicht, denn heute sieht es so ein bisschen anders hinter mir aus. Ich dachte mir, wir wechseln heute mal unseren Videoplatz, denn sonst drehe ich ja immer da hinten an meinem Schminktisch, aber irgendwie hatte ich heute Lust, mal was Neues auszuprobieren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Hintergrund so findet. Wenn ihr es da hinten besser findet am Schminktisch, dann sagt mir Bescheid, dann switche ich nächstes Mal wieder nach da hinten. Aber irgendwie fand ich, in den letzten Videos hat es irgendwie mal so dunkel und duster ausgeschaut, obwohl ich meine Softboxen aufgebaut hatte und habe mir jetzt mal überlegt, halt direkt vom Fenster zu filmen. Aber sagt mir einfach, wie ihr es findet und dann schauen wir einfach mal. Heute gibt es endlich meinen großen Beauty-Haul und zwar ist das ein High-End-Haul. Ich habe mal wieder fleißig eingekauft und dachte mir, das teile ich mit euch. Und ich habe auch schon ganz positive Resonanz von euch bekommen, denn ich hatte ja in meinem Aufgebraucht-Video erwähnt, dass ich bei Beauty Bay bestellt hatte. Und da hatten viele gesagt, oh Mary, wann kommt der Haul? Und hier ist der Haul. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes fangen wir mit Parfümerie Pieper an und da bin ich fündig bei einer Foundation geworden. Und ich muss sagen, auf diese Foundation habe ich schon sehr lange ein Auge geworfen. Und zwar ist das die Estee Lauder Double Wear Foundation. Also ich muss sagen, ich habe irgendwie schon monatelang überlegt, ob ich sie mir jetzt endlich holen soll. Aber die ist ja wirklich nicht gerade günstig und dadurch, dass es eben da diese 20% Rabatt gab, dachte ich mir, gut, jetzt schlägst du zu und kaufst sie dir. Und ich muss sagen, die hatten leider, glaube ich, von der Farbauswahl noch 4 Foundations zur Auswahl und Gott sei Dank habe ich wirklich richtig getippt und habe die richtige Farbe genommen. Und zwar ist das die 4N1 Shell Beige und die Farbe, die passt wirklich fast perfekt. Sie ist vielleicht noch so ein Ticken zu dunkel, aber ich fliege ja in 2 Wochen in den Urlaub. Danach wird sie mir wahrscheinlich wieder zu hell sein, aber schauen wir mal. Das ist eine mittelstark bis stark deckende Foundation. Die hat eine tolle Formulierung. Ich habe die Foundation jetzt bestimmt schon 2-3 Mal getragen und sie ist wirklich toll. Also für den Alltag ist sie wahrscheinlich für viele zu stark. Für ein Abend-Make-up ist sie perfekt. Also die deckt euch wirklich alles ab. Vom Finish her ist sie so semi-matt. Die ist wirklich sehr angenehm auf der Haut zum Tragen. Ihr merkt eigentlich gar nicht, dass ihr Produkt auf der Haut tragt. Was mich überrascht hat, ich trage ja normalerweise meine Foundation mit den Fingern auf. Bei dieser hier klappt das irgendwie nicht so gut. Also irgendwie finde ich, ist das Ergebnis nicht so perfekt, aber ich habe es dann mal mit meinem Real Techniques Complexion Sponge probiert und damit ist das Finish wunderbar, also wirklich wunderschön. Und ich meine ganz ehrlich, diese Foundation schaut wunderschön aus in diesem, ja, Glasflakon. Und das einzige Blöde ist, dass leider die Foundation ohne Pumpspender kommt, also wie ihr seht, ist die da oben komplett offen. Ich habe aber letztens bei Instagram gesehen, dass jemand gepostet hat, dass man diese Pumpspender von diesen Trackle Moon Cremes, also da gibt es ja diese kleinen, die immer so bei diesen Probiergrößen rumliegen, dass man diese abschrauben kann und hier draufschrauben kann. Ich werde mal schauen, dass ich mir eins von diesen Cremes kaufe und dass ich es dann da draufschraube, weil das muss ich sagen, finde ich schon immer schade. Man kauft sich so teure Foundations, die irgendwie so um die 35 bis 40 Euro kosten und dann ist da leider nicht mal ein Pumpspender mit dabei. Das finde ich so das einzig Ärgerliche dran. Aber sonst an sich ist das eine tolle Foundation, also die kann ich euch auch wirklich empfehlen und große Liebe. Als nächstes bin ich dann fündig geworden bei MAC und zwar war ich auf der Suche nach einem Blush und zwar wollte ich gerne MAC Margin haben und habe den dann geswatcht und es ist ein wunderschönes Produkt. Falls euch das nicht sagt, es ist ein Blush, der halt so einen leichten Glow drin hat. Das ist so ein rosa, nudefarbenes Produkt. Wunderschön, aber leider für meinen Hauttypen ein bisschen zu hell und dann habe ich mich mal noch so ein bisschen umgeschaut und bin dann fündig geworden, auch bei diesen Schierton Shimmer Blushes. Und zwar habe ich mir die Farbe Peach Twist mitgenommen. Schaut euch diese Schönheit an. Also es ist wirklich so ein wunderschönes, peachfarbenes, leicht bräunliches Produkt mit eben so einem leichten Glow drinnen. Wunderschön. Es ist ja nicht so, dass ich nicht schon genug Blushes hätte, aber diesen musste ich einfach haben, weil ich den so wunderschön finde. Der hat eine tolle Pigmentierung und ich finde ihn einfach wunderschön und der ist wirklich ein wahrer Traum. Ich habe hier übrigens in meiner Kiste gerade noch 3 Produkte gefunden, die jetzt halt nicht unbedingt High-End sind, aber die ihr auf jeden Fall bei Douglas erwerben könnt. Und ich dachte mir, die zeige ich jetzt auch noch extra, weil für die extra ein Video drehen, das lohnt sich einfach nicht. Deswegen dachte ich mir, die zeige ich euch noch schnell. Und zwar war ich auf der Suche nach einem neuen Pinsel. Und ich bin mal wieder fündig geworden bei zu Eva. Und zwar ist es so, dass ich momentan ja die Augenbrauenpomade von NYX verwende.
Und ich wollte so einen angeschrägten Pinsel haben zum Auftragen. Und irgendwie habe ich schon genug, aber keiner war mir irgendwie fest genug gebunden. Und dann bin ich fündig geworden bei Zu Eva. Das ist der 322er Browline. Ein wunderschönes Produkt. Der ist ziemlich flach und ich hoffe, dass der mir fest genug gebunden ist, dass ich eben schön meine Augenbrauen nachziehen kann. Bin ich schon sehr gespannt aufs Austesten. Diese Produkte, die ich euch jetzt zeige, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Dann habe ich mir noch von NYX ein Jumbo Eye Pencil mitgenommen in der Farbe 609 French Fries. Das ist so ein wunderschönes, schimmerndes Braun. Also ich habe mir einfach überlegt, dass ich den so ganz normal als Base trage, denn meine meisten Augen-Make-ups sind einfach so, ja, Nude-Farben, Braun. Und ich glaube, da passt der wunderbar dazu. Und dann habe ich mir noch neue Wimpern mitgenommen, denn ich muss sagen, momentan bin ich total wimpernverrückt. Ich trage unglaublich gern falsche Wimpern, aber ich muss sagen, ich bin da ein bisschen langweilig. Also ich trage halt wirklich nur immer die künstlichen Wimpern, die halt natürlich ausschauen, weil... Ja, irgendwie habe ich immer Angst, dass ich damit irgendwie ausschaue wie eine Drag Queen. Also ich hatte es einmal, da habe ich mir auch tolle Wimpern gekauft und die hingen mir dann irgendwie bis hier oben. Ich habe halt immer irgendwie das Gefühl, dass ich zu kleine Augen habe für die meisten Modelle von falschen Wimpern. Und diese, die ich trage übrigens heute auch welche, das sind momentan meine liebsten Wimpern. Das sind von Art Deco, die 32er, genau. Und jetzt habe ich mir eben von Adele im Twin Pack die 110 Black Wimpern mitgenommen. Die sind eben auch sehr natürlich und was mir auch wichtig ist, dass die ein dünnes Wimpernband haben, weil ich muss sagen, ich bin noch kein Profi, wenn es ums Aufkleben von künstlichen Wimpern geht. Ich finde halt, umso weicher und unsichtbarer das Wimpernband ist, umso besser kann ich die Wimpern aufkleben. Weil wenn das so dicke Wimpernbänder sind, die halt irgendwie so tief schwarz sind und ich mich da einmal verklebe oder so, dann sieht jeder gleich, dass ich künstliche Wimpern drauf habe. Und mit denen hier gelingt mir das sehr gut. Ich habe die noch nicht ausprobiert, aber die sind vom Modell eigentlich genauso wie die, die ich jetzt trage. Deswegen glaube ich, dass ich mit denen sehr gut auskommen werde. Und dann kommen wir zu dem Produkt, auf das wahrscheinlich die meisten gewartet haben. Und zwar ist das mein neuer Augenbrauenstift. Das ist von Anastasia Beverly Hills, der Brow Definer. Ich hatte euch in meinem Aufgebraucht-Video gesagt, dass mir eben mein Brow Wiz leer gegangen ist. Und dass ich mir jetzt eben bei Beauty Bay einen neuen Augenbrauenstift bestellt habe. Und das ist eben dieser Brow Definer. Ich habe da die Farbe Dark Brown bestellt. Das ist auf jeden Fall eine viel breitere Spitze, wie eben beim Brow Wiz. Und die ist irgendwie so länglich. Also ich kann das ganz schwer erklären. Ich habe den Augenbrauenstift schon ausprobiert. Und ich muss sagen, ich finde ihn gut und ich finde ihn in Ordnung. Aber das Handling ist wirklich schwierig. Also man braucht eine geübte Hand dafür, um die Augenbraue perfekt nachzuziehen. Weil dadurch, dass der so breit ist, man macht irgendwie einen Strich und dann kann es sein, dass einem irgendwie die ganze Farbe hier unten hängt. Und es ist nicht so einfach. Also ich finde ihn okay und ich werde damit auch noch üben, aber ich glaube, ich finde ihn nicht so perfekt wie mein Brow Wiz. Und ja, also es ist ein interessantes Produkt, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich von ihm halten soll. Beim nächsten Produkt muss ich euch eine kleine Geschichte zuvor erzählen, denn ich bin seit Wochen auf der Suche nach dem Jeffree Star Liquid Lipstick in der Farbe Androgyny, ich weiß nicht genau, wie man das richtig ausspricht. Auf jeden Fall finde ich die Farbe wunderschön und habe dann wirklich ganz oft probiert, den irgendwo zu bestellen, aber leider bin ich nie fündig geworden oder beziehungsweise hatte ich nie das Glück und er war wieder ausverkauft und wieder ausverkauft und wieder ausverkauft. Und letztes Mal auf Instagram habe ich ein Foto gesehen von jemandem, der eben Dupes zu dieser Farbe online gestellt hat. Und unter anderem war bei diesen Dupes auch der Gerard Cosmetics Liquid Lipstick in der Farbe Cher dabei. Und dann dachte ich mir, ach komm Mary, bestellst du ihn mal und schaust dir mal die Farbe an. Bis ich dann wieder ein anderes Foto gesehen habe und gesehen habe, dass viele geschrieben haben, dass auch der Kat Von D Liquid Lipstick in der Farbe Lolita, den ich schon zu Hause habe, auch ein gutes Dupe sein soll. Deswegen habe ich den mir mal bestellt. Ich habe jetzt beide zu Hause, aber man kann ja nie genug davon haben. Auf jeden Fall schaut das so aus. Es ist eine wunderschöne Farbe. Und ich habe ja wie gesagt auch das Kat Von D Dupe dazu und... Ja, eigentlich, ich finde die Farben wunderschön, aber irgendwie möchte ich jetzt immer noch diesen Jeffree Star Liquid Lipstick haben. Und irgendwie werde ich ihn schon irgendwann mal bekommen. Das ist ein tolles Produkt und das kann ich auch nur empfehlen. Nebenbei noch mal eine kleine Info für alle, die Angst haben, bei Beauty Bay zu bestellen. Also ihr braucht da wirklich keine Angst haben, denn Beauty Bay ist ein britischer Online-Shop.
Das heißt, es fallen keine Zollkosten an, ihr müsst keine Einfuhrumsatzsteuer bezahlen oder. Das braucht ihr wirklich keine Angst haben. Und das Gute bei Beauty Bay ist auch, dass ihr, glaube ich, ab einem Bestellwert von 20 oder 25 Euro versandkostenfrei beliefert werdet. Also eigentlich fallen euch keine Kosten an, außer eben die Kosten, die ihr für die Produkte bezahlen müsst. Und es lohnt sich wirklich. Und das Gute an Beauty Bay ist eben jetzt, dass sie seit kurzem Make-up-Geek führen. Und ich hatte davor 3 Make-up-Geek-Lidschatten und hatte die eben in meiner C-Palette drin und die war halt so leer. Und ich dachte mir jetzt so, Mary, du musst jetzt bei Beauty Bay bestellen und unbedingt noch mehr Make-up-Geek-Lidschatten kaufen. Und tadadada, da sind die Schönheit nicht mehr. Hallo, schaut euch diese Palette an. Es ist der Oberhammer. Die sind so wunderschön. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt die Farben einfach mal ganz kurz durch. Und zwar habe ich als erstes Ton Shimmer Shimmer. Das ist ja wirklich immer so, ja, ein total gehypter Ton. Den hat auch Jaclyn Hill total oft schon in die Kamera gehalten. Das ist einfach so ein wunderschöner Champagnerton. Viele nehmen den einfach zum Highlighten, gerade im Augeninnenwinkel oder unter der Augenbraue. Ein wunderschöner Ton. Und ich finde einfach, ja, so Basic-Töne, die braucht man einfach. Allgemein zu den Make-up-Geek-Lidschatten, die sind toll pigmentiert, die haben eine tolle Farbabgabe, also wirklich super. Dann als nächstes einer meiner Lieblingstöne, auch total unscheinbar. Und zwar ist das die Farbe Vanilla Bean. Das ist so ein ganz normaler cremefarbener Lidschatten, komplett matt. Und bei mir ist es so, bevor ich irgendwelche Augen-Make-ups schminke, gebe ich eben immer einmal so einen matten, hellen Ton aufs komplette Augenlid. Ich tue mir dann einfach leichter, die nachfolgenden Farben zu verblenden. Also wie gesagt, ein ganz neutraler Ton, nichts Besonderes. Aber ich finde halt trotzdem immer, der gehört in so eine Palette rein, weil ich habe mir auch überlegt, dass ich diese Palette wahrscheinlich in den Urlaub mitnehmen werde, weil da sind einfach die perfekten Töne für mich drin und das passt einfach. Und als nächsten Ton haben wir Beaches and Cream. Den habe ich davor schon besessen, also den habe ich jetzt nicht mitbestellt. Das ist so eine Farbe für mich, das ist so eine Radiergummifarbe. Also wenn ich Übergänge verblenden will, das ist der Ton hier unten. Wenn ich Übergänge verblenden will, dann gebe ich den nochmal einfach so richtig schön rein und verblende damit alles. Und damit habt ihr ein wunderschön verblendetes Augen-Make-up und alles ist irgendwie so, ja, so sauber radiert irgendwie. Das klingt komisch, ist aber so. Dann als nächste Farbe haben wir Latte und diesen Ton habe ich mir gekauft, weil Jaclyn Hill gesagt hat, dass jeder diesen Ton braucht und wenn Jaclyn Hill das sagt, dann kauft die Mary das natürlich. Sein wunderschönes, ja, Mittelbraun, ist ein matter Ton, perfekt für die Lidfalte. Ja, sieht super aus. Die Pigmentierung ist wirklich der Wahnsinn und ja, ist eine perfekte Übergangsfarbe, wirklich schön. Als nächstes haben wir Cocoa Bear und das ist so ein schönes, warmes Braun. Ich stelle mir das gut vor, damit kann man halt ja die Lidfalte nochmal so schön vertiefen und halt auch gerade die so hinten im V irgendwie auftragen. Eine wunderschöne Farbe, schön warm, so wie ich es gern mag. Und dann kommen wir noch zu einem Ton, den ich vorher schon besessen hatte und zwar ist das Goddess. Das ist auch so ein richtig schöner, ja, warmer Braunton, der ist eigentlich fast genauso wie Cocoa Bear, aber der hat so leichte Schimmerpartikel mit drin. Okay, nein, im Swatch ist er eigentlich noch viel, viel heller. Und schaut euch mal diese 3 Farben an. Ganz ehrlich, man müsste nur diese 3 Farben besitzen und wäre gesegnet fürs Leben. Wunderschön. Als nächstes haben wir die Farbe Cherry Cola und den habe ich auch schon vorher besessen. Und es ist halt so ein wunderschöner Aubergine-Ton. Also ich finde, es ist so, ja, ein richtiger Aubergine-Ton. Wunderschön. Der ist übrigens auch matt. Und dann habe ich mir endlich auf wirklich 1000 Empfehlungen von euch da draußen endlich mal einen von diesen Foiled Eyeshadows geholt. Und das ist die Farbe Showtime. Der ist eigentlich so ähnlich wie Cherry Cola. Also auch so ein richtig schönes Aubergine, aber halt mit Schimmerpartikeln drin. Schaut euch das an. Puh, ich kann nicht mehr. Wunderschön. Seht ihr das? Wahnsinn. Und das ist einmal reingeswatcht in den Lidschatten und aufgetragen. Ohne Base, ohne alles. Also die Pigmentierung von den Produkten ist wirklich der Oberhammer. Und zwar ist es diese wunderschöne Farbe. Seht ihr, wie das changiert? Wunderschön. Und das ist die Farbe Havoc. Havoc? Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Und der hat mich so ein bisschen an den MAC Club erinnert. Ist ja auch ein super bekannter Lidschatten und eigentlich ist der genauso. Also
Seht ihr das? Seht ihr das? Oh mein Gott. Wunderschön, oder? Wunderschön. Entschuldigung, aber ich bin gerade total begeistert und ich freue mich einfach so, dass ich die Produkte jetzt benutzen kann. Und ich zeige euch nochmal meine zusammengestellte Palette und ich finde sie einfach nur wunderschön. So, und zu guter Letzt kommen wir noch zu meinem allergrößten Highlight von diesem Haul. Und zwar ist das meine neue Lorac Pro Palette. Also ich muss sagen, ich war wirklich ewig auf der Suche nach dieser Palette. Und eigentlich wollte ich sie mir letztes Jahr in meinem USA-Urlaub mitnehmen. Aber bin dort einfach nicht fündig geworden und bin jetzt bei einer ganz lieben Instagram-Abonnentin fündig geworden, die ein Insta-Sale gemacht hat. Und ich habe da dieses Schmuckstück gefunden. Es ist eine wunderschöne Palette. Für mich hat sie einfach die perfekten Farben. Und endlich habe ich sie. Man kann sie auch leider nicht bei Sephora bestellen. Und ich bin so glücklich. Ich finde sie so wunderschön. Also in der oberen Reihe habt ihr praktisch nur matte Farben. Und in der unteren Reihe sind dann die mit Schimmer. Und ja, sie haben eine tolle Pigmentierung. Jede einzelne Farbe. Und für mich ist das einfach eine perfekte Lidschattenpalette. So, und das war's mit meinem Beauty Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal bitte unbedingt in die Kommentare, welches Produkt aus meinem Haul euch am besten gefallen hat und welches Produkt auf eurer Beauty Wishlist ganz oben steht. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!